Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit dem Thema Frauen in dich verliebt machen. Ich möchte dir heute den einfachsten Weg erklären, wie du eine Frau, die dir gefällt, in dich verliebt machen kannst. Zuerst muss ich dazu sagen, das ist natürlich kein einfaches Thema im Sinne von mach X und schon ist die Frau in dich verliebt. Nein, das natürlich nicht, denn jede Frau tickt anders und mit manchen Frauen wirst du einfach nicht zusammenpassen und da kannst du noch so viel machen, da kannst du dich noch so sehr auf den Kopf stellen und es wird trotzdem nicht funktionieren. An dieser Stelle möchte ich dich auch davor warnen, dich für eine Frau zu verstellen, um sie vielleicht für dich zu gewinnen. Das kann nur auf kurze Zeit funktionieren und wird langfristig aber nicht klappen. Das heißt, egal was du tust, egal auch was ich dir jetzt hier sage, nimm immer deine eigene Persönlichkeit und bring die mit in das Zusammensein mit der Frau. Das ist die Grundlage, um überhaupt Anziehung zu der Frau aufzubauen. Alles andere ist nicht nachhaltig und funktioniert nicht. Ja, ich sage immer so gerne, du kannst vom Fallschirmspringen erzählen und es kann der langweiligste Kram überhaupt sein. Oder du kannst von einem Stein erzählen und es kann super interessant sein. Es kommt halt immer darauf an, was magst du und deine eigenen Leidenschaften, deine eigene Persönlichkeit musst du auf jeden Fall mitbringen in das Zusammensein mit der Frau und dann nicht irgendwie rumfaken oder so tun als ob oder dich irgendwie anpassen an die Frau, dich verstellen für die Frau. All das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert überhaupt nicht oder nur kurzfristig, nur machst du dich selbst damit auf lange Sicht gesehen kaputt, dich als Mann, dich als Persönlichkeit. Jetzt wollen wir aber dazu kommen, was man machen kann, um eine Frau verliebt zu machen, ohne sich jetzt auf der persönlichen Ebene verändern zu müssen. Eine der besten Sachen, die du mitbringen kannst oder die du auch kontinuierlich mitbringen kannst in das Zusammensein mit einer oder mehreren Frauen, ist Emotion und in diesem speziellen Fall Spaß. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, der dafür sorgt, dass die Frau sich in dich verliebt. Nämlich, wenn sie zusammen mit dir Spaß hat. Oder wenn mehrere Frauen zusammen mit dir Spaß haben. Ne? Das heißt, wenn du Zeit mit der Frau verbringst, die dir gefällt, dann hab den Fokus immer darauf, dass ihr gemeinsam eine geile Zeit habt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und hier wird auch wieder wichtig, warum du mit deiner eigenen Persönlichkeit arbeiten musst und nicht mit irgendwas Aufgesetztem. Denn wenn du irgendwas Aufgesetztes machst oder so tust, als ob, dann kostet dich das halt Energie. Also du brauchst natürlich Energie, um zu schauspielern, sage ich mal. Ne? Und diese Energie hast du eben nicht zur Verfügung, um zum Beispiel Spaß zu haben. Ne? Deswegen je entspannter und je lockerer du sein kannst mit einer Frau, desto besser. Und viele Männer gerade aus einem Business-Bereich, aus einem Arbeiterbereich haben damit Probleme, weil sie vielleicht in der Firma unterwegs sind und da ist alles sehr ernst und Meetings und die Sachen werden ernst angegangen und dann fällt es diesen Männern unglaublich schwer, in Gegenwart von einer Frau dann locker zu lassen und einfach zu entspannen und einfach auch mal Blödsinn zu reden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Rede einfach Blödsinn mit der Frau. Ja? Nimm sie mit auf irgendeine imaginäre Abenteuerreise. Komm mit mir ins Abenteuerland im Sinne von hey, ja, boah, was könnten wir denn machen? Pass auf, wir gehen auf eine einsame Insel und was nimmst du mit, was nehme ich mit? Okay, wir nehmen das und dann bauen wir da so ein Haus. Ah nee, wir bauen so eine Hütte und wir haben einen Affen und den nennen wir so und so. Also irgendwas, mach einfach irgendwas, sei einfach, hab einfach Spaß mit dieser Frau. Leg den Fokus wirklich komplett auf Spaß und leg den Fokus auf keinen Fall darauf, die Frau zum Beispiel zu beeindrucken. Na, ich habe da diesen klassischen Satz, ausdrücken statt beeindrucken. Du solltest dich ausdrücken mit einer Frau, dich selbst ausdrücken und nicht versuchen, die Frau zu beeindrucken. Na, und es geht hier auch nicht darum, vorzuspielen, Spaß zu haben, das ist dann ja wieder nur beeindrucken, sondern es geht darum, einfach in der Gegenwart einer Frau zu entspannen und dir sicher zu sein und dessen kannst du dir auch sicher sein, dass nichts Schlimmes passiert, wenn du dich in der Gegenwart einer Frau entspannst und einfach du selbst bist. Weil die Frauen, die zu dir passen, die werden bei dir sein. Die Frauen, die nicht passen, die wirst du damit aussortieren und damit ist dann alles in Ordnung. Deswegen sei du selbst in der Gegenwart von Frauen und wenn du selbst bist, wenn du selbst bist, wenn du ganz entspannt du selbst bist, dann kannst du nämlich locker sein, dann kannst du auch diesen Spaß mitbringen. Und diese Spaßemotion wird dafür sorgen, dass die Frau sagt, nach jedem Date, nach jedem Treffen sagen wird, boah, war voll geil mit dem, ich hatte voll Spaß, positive Emotionen, ich will den wiedersehen. Und dann sieht sie dich nochmal wieder und dann habt ihr vielleicht was miteinander und habt wieder Spaß und sie lacht wieder viel mit dir und sie baut eine enorm positive Verbindung zu dir auf. Dann sieht sie dich nochmal wieder und es ist wieder großartig, wieder wunderbar und schon sind ihre Emotionen zu dir noch mal stärker, noch mal intensiver und irgendwann wird sie dann an diesen Punkt kommen und sich denken, verdammt, ich habe mich verliebt in diesen Typen, das war so cool, ich habe immer so viel Spaß mit dem, weil du musst verstehen, jeder von uns oder jeder Mensch
ist in einer mehr oder weniger ernsten Welt unterwegs. Das habe ich eben schon mal gesagt. Der Typ von der Arbeit aus dem Büro, der hat da ernste Sachen zu tun und da geht es um Zahlen und das und das und dann ist man ganz ernst und so. Und dann kommst du raus aus der Arbeit und das, was du dir wünschst, ist einfach abschalten von diesem Ernstsein. Einfach mal abschalten können. Und die meisten Leute machen das, indem sie dann zum Beispiel eine Serie schauen oder so oder ein Bier trinken gehen oder mit ihren Freunden was machen. Und das ist ja auch alles cool. Kann man ja auch machen, wenn es nicht überhand nimmt. Aber du kannst diese Entspannung sein für die Frau aus ihrem Alltag. Ich gebe dir ein Beispiel. Heute Abend kommt ein Date zu mir, die treffe ich öfter. Und die ist gerade in einer Prüfungsphase, wo sie einfach enorm viel lernen muss, wo sie super viel zu tun hat. Und sie ist halt mega angespannt. Also sie wird mega angespannt sein, weil sie einfach die ganze Zeit im Stress ist, weil sie die ganze Zeit arbeiten muss, die ganze Zeit Ziele erfüllen muss. Und dann kann sie heute Abend zu mir kommen und ich werde einfach, in meiner Gegenwart kann sie einfach entspannen, kann sie locker sein. Das ist hier eine entspannte Umgebung bei mir. Wir werden ganz entspannt Sex haben, es wird eine ganz entspannte Sache und wir werden einfach eine schöne Zeit zusammen haben. Und dann wird sie sich denken, boah, voll geil, na, in meinem stressigen Alltag habe ich da dieses Treffen mit Tim und das ist ganz entspannt und locker und ich habe Spaß und ich kann mal lachen, ich kann mal abschalten. Und das sorgt über die Zeit dafür, dass Frauen dich immer wiedersehen wollen. Übrigens sorgt das auch dafür, dass Männer dich immer wiedersehen wollen, aber das ist ein anderer kleiner Bonuspunkt. Ne? Ich habe einen Kumpel, wenn ich mit dem unterwegs bin, ich habe nur Spaß mit dem. Immer. Es ist so lustig mit dem. Leider ist er sehr unzuverlässig, deswegen kann man total schlecht mit ihm planen. Das ist ziemlich blöd. Aber wenn man dann mal mit ihm unterwegs ist, hat man den mega Spaß mit ihm und fragt sich dann nur, okay, wann mache ich das nächste Mal wieder was mit ihm? Weil es immer lustig ist. Und wenn du es schaffen kannst, an diesen Punkt zu kommen, und das ist das wahre Ziel von besser werden mit Frauen, dass du an diesen Punkt kommst, dann steht dir die Tür zu den Frauen sperrangelweit offen. Wenn du im Club oder auf einer Party unterwegs sein kannst und du bist mega locker, mega entspannt und redest denen kompletten Blödsinn, ne, dann wirst du merken, also wenn du Spaß dran hast, wie in kurzer Zeit sich eine riesige Traube von Leuten um dich bildet, von Frauen, von Männern, die einfach teilhaben wollen an diesem Spaß. Den Leuten fällt es so schwer, Spaß zu haben. Und wenn du diese Sache mitbringen kannst, dann ziehst du die Leute, ziehst du die Frauen an wie ein unglaublich starker Magnet. Das heißt, deine Zielsetzung sollte es auf jeden Fall sein, im besser mit Frauen werden, besser darin zu werden, zu entspannen, besser darin zu werden, Spaß zu haben, besser darin zu werden, auch mal Blödsinn zu quatschen. Ja, du musst nicht über politische Entwicklung und deinen Job reden, sondern einfach rede über irgendeinen Blödsinn und hab einfach Spaß mit den Leuten. Und du wirst sehen, dass dieser Wert, Spaß, den du mitbringst, Frauen mehr anzieht als alles andere, was du tun kannst. Aber alles andere, was du tun kannst. Spaß ist der eine Faktor, mit dem du eine Frau innerhalb von kürzester Zeit komplett süchtig nach dir machen kannst. Und es ist wirklich so. Hast du es mal selbst erlebt, weißt du es. Spaß, der wichtige Faktor, um die Frau verliebt in dich zu machen. Jetzt habe ich genug gerantet. Ich glaube, das Ganze ist klar geworden. Wenn du dazu noch eine Frage hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Videovorschläge, Themenvorschläge, welche Fragen, die ich beantworten soll in Videos, immer in die Kommentare. Ihr wisst, ich mache Videos draus. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, unter mir dich für ein 3-Monats-Coaching bei mir bewerben. Wenn du lernen willst, diesen Spaß zu haben, wenn du lernen willst, mehr Frauen in deinem Leben zu haben, als du dir jetzt noch vorstellen kannst, komm zu mir ins Coaching. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Und wir sehen uns morgen wieder. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, ciao.